So, ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wann ist der denn nun eigentlich der beste Zeitpunkt, um Gold zu kaufen? Das ist eine Frage, die sich nicht wenige sozusagen Frischlinge bei der Goldanlage stellen und das ist eine Frage, die zumindest mich oft erreicht und um die es in dem heutigen Video gehen wird. Grundsätzlich ist es so, dass der Preis das ist, was wir bezahlen und der Wert ist das, was wir bekommen. Damit ist umgemünzt auf Gold gemeint, dass es einzig und allein darauf ankommt, was jemand in der Realwirtschaft bereit ist, für sofort verfügbare physische Ware zu bezahlen, also unabhängig von irgendwelchen Börsenkursen, manipulierten, gedrückten Börsenkursen. Beispielsweise wurde in der Zeit von 1945 bis 1948 in Deutschland für ein einziges kaiserliches 20-Mark-Stück mit grob 7 Gramm Feingoldgehalt bis zu 2100 Reichsmark bezahlt, was einer heutigen Kaufkraft von sagenhaft, ja, grob 32.000 Euro pro Unze Gold entsprechen würde. Das ist eine unleugbare Tatsache, die eben eindrücklich zeigt, dass der wahre Wert von Gold sich allein an der unmittelbar verfügbaren physischen Ware bemisst, wie gesagt. Aber kommen wir zur langfristigen Betrachtung der Goldpreisentwicklung. Hier ist es so, dass von 1970, also seit grob der Zeit, als die Preisbindung beim Gold aufgehoben wurde, mit dem Ende Bretton Woods 1973 offiziell, jedenfalls von 1970 bis 2018 stieg der Goldpreis real auf Eurobasis durchschnittlich um annähernd 8% pro Jahr. Die Jahre von 2019 bis 2022 liefen in Sachen Goldpreis dann sogar überdurchschnittlich gut, weil sich ja vor allem immer mehr die Tatsache offenbart, dass eine planbare Rücklagenpolitik infolge politischen Fehlverhaltens nicht mehr umfassend möglich ist, sodass der Bürger im wahrsten Sinne des Wortes seiner Bürgerpflicht nachkommen muss, also bürgen muss. Es darf nicht vergessen werden, dass die Deutsche Mark in ihrer gesamten Lebensspanne, nämlich von 1948 bis 2001, in etwa 75% ihrer Kaufkraft eingebüßt hat und dass der Goldpreis in dieser Zeit um etwa 320% stieg. Nebenbei bemerkt hat der Euro bereits in nur 8 Jahren über die Hälfte seiner Kaufkraft verloren und überhaupt sind Währungsunionen in der Geschichte ausnahmslos gescheitert. In Anlehnung an die Philosophie von Immanuel Kant kann man nur dann an den Euro glauben, wenn man kein gesichertes Wissen hat oder auch einfach nur ignorant ist. Von daher, für den Pöbel gibt es zumindest von meiner Seite kein Mitleid, denn die Zeichen sind offenkundig, wirklich. Aber zurück zum Thema, respektive zurück zur Ausgangsfrage. Der beste Zeitpunkt, um Gold zu kaufen, ist meines Erachtens immer sofort. Zumindest unter der Voraussetzung, dass man einen Anlagehorizont von mindestens einigen Jahren hat. Im besten Fall einige Jahrzehnte. Wie die Ausführungen in diesem Video gezeigt haben sollten, wird man dann nämlich aller Voraussicht nach zumindest die Inflation durch die Preissteigerung beim Gold ausgeglichen haben. Im Übrigen erfahrt ihr alles Wichtige zu Gold, Silber, Platin und Palladium als Wertanlagen, Plural, ausführlich und leicht verständlich in meinem Bestseller Das Abenteuer Edelmetalle. Hier steht alles drin, was man über Edelmetalle wissen muss oder wissen sollte. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir enorm weiterzumachen, mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieses Video hier und heute gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt, ja genau jetzt, einen Daumen nach oben. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles Gute, auf bald!